Borussia Dortmund vor dem Rückrundenstart in die Fußball-Bundesliga. Eine Rückrunde, von der sich der BVB eine Menge verspricht und erhofft. 7 Punkte Vorsprung hat Leipzig, auch Gladbach und München stecken noch dazwischen. Ja, und dann kommt der BVB. Aber die Borussen sind zuversichtlich, dass sie nochmal oben angreifen können. Wichtig wäre also, sofort beim Start in Augsburg nicht nur zu punkten, sondern zu gewinnen. Die Augsburger, die sind aber gut drauf, haben ja die letzten Spiele in der Bundesliga vor der Pause sehr, sehr ordentlich bestritten, haben aus den letzten 7 Bundesligaspielen 5 Siege geholt, ein Unentschieden und nur eine Niederlage. Das Hinspiel war aber eine deutliche Sache für Borussia Dortmund. Das hat man mit 5:1 gewonnen. Der BVB geht personell gestärkt in dieses Duell in Augsburg. In der Offensive hat man nachgelegt. Erling Haaland ist in dieser Woche intensiv eingebunden gewesen, ins Training natürlich, in das neue Spielsystem von Borussia Dortmund. Der 19-jährige Norweger soll dem BVB mehr Durchschlagskraft verleihen. Und es könnte gut sein, dass er von Anfang an auf dem Platz steht. Das gilt im Übrigen auch für einen, den man vor ein paar Wochen noch gar nicht auf der Rechnung hatte. 17 Jahre jung. Giovanni Gio Reyna, ein US-Amerikaner, der noch gar nicht so lange in Deutschland ist und der beim BVB richtig, richtig durchstarten will. Von ihm erwartet sich Lucien Favre eine ganze Menge und dementsprechend sind wir einfach mal gespannt, wie es läuft für den BVB. Offensive stark besetzt, hoffentlich mit mehr Durchschlagskraft als zuletzt. Aber das Problem ist eventuell die Defensive. Manuel Akanji hat auch in der Vorbereitung einige Fehler produziert und dementsprechend ist die Frage, wie lange Favre an ihm festhält. Drücken wir einfach mal ihm die Daumen, dass er sich und seine Form findet. Also insgesamt sieht sich der BVB wirklich gut aufgestellt und hofft darauf, dass es gut losgeht mit der Rückrunde mit einem Auftaktsieg in Augsburg.